geschlossen, ihre Außenspiegel eingeklappt und ihre Antenne eingefahren ist. So, angekommen bei StreetTech. Jetzt stehe ich kurz vor der Werkstatt, vor dem Werkstatteinfahrt und jetzt gucken wir mal. Andreas ist schon da, wie man hier sieht. Sein Auto, sein tolles Auto. Er steht da mehr so auf andere Autos. Und das ist auch cool. Und genau, er hat ja ein feines Elektroauto. Das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr cooles Auto. Und jetzt gehen wir mal gucken, wo er ist. Oh, da ist er ja. Siehst du mal. Guck mal, da wäre es schon wieder. Ja, ich baue gerade ein Lämpchen auf. Wie wollen wir uns denn jetzt noch sehen? Viel zu oft. Ja, da sind wir schon wieder zusammen unterwegs hier. Gibt's doch gar nicht. Ja. Ist schon am Werken. Ne? Ich habe gerade die Situation bei solchen Hallen, das ist ein bisschen schwierig. Es sind jetzt heute keine geplanten Schüsse, die wir machen, sondern so ein bisschen situatives Drehen. Das Licht ist so okay. Aber im Umkehrschluss, wir haben auch nicht die Zeit, jetzt jede Szene einzuleuchten. Die Art von Dreh ist es halt nicht. Also ich dachte, ich baue jetzt einfach eine große Lampe auf, möglichst mobil. Die muss ich jetzt heute mitbewegen, um zumindest immer so ein bisschen Licht pro Situation reinzuwerfen, damit es nicht ganz so TV-Reportagemäßig aussieht. Genau, und ich werde ihm dabei helfen. Ich werde aber auch parallel bei meinem Auto ein bisschen mehr vermehrt sein und da drehen. Und genau, ich werde mich, wie gesagt, YouTube-mäßig ein bisschen bedeckt halten und weniger machen. Das ist heute auch ein bisschen, dass ich da ein bisschen mehr Andreas bei seinem Kram. Ich habe schon Pipi in den Augen. Morgen. Heute ist Part 2 vom Umbau meines Autos und ich habe nicht so viele Bilder gezeigt, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, auf Andreas Ab seinen Kanal wird mehr zu sehen sein von dem ganzen Imagefilm und dem ganzen Umbau und so weiter, was da zu sehen ist. Deswegen verlinke ich jetzt auf Andreas seinen Kanal, wenn das nicht hier geht, dann unten in der Beschreibung. Aber ich versuche heute nochmal ein paar Bilder zu machen. Alles klar. So, da ja mein Auto in der Werkstatt ist, habe ich hier einen Ersatzwagen. Lustiges kleines Auto. So Freunde, es geht weiter. Das Auto wird weiter umgebaut mit einem schönen Luftfahrwerk. Und ja, es ist ziemlich cool. Ich freue mich da total drauf. So, die Jungs sind gut am Arbeiten.
Und das Auto sieht auch schon ganz gut aus. Es ist eigentlich fast alles dran. Außer eine Sache, und das ist jetzt wahrscheinlich fast das Schwierigste, was drankommt, nämlich Seitenschweller. Das ist irgendwie, sagen die Jungs zumindest, ein bisschen schwierig, das dran zu kriegen. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was jetzt schon noch dran gekommen ist an das Auto. Nämlich ein Unterbodenschutz. Das sind die tiefsten Punkte vom Auto und das ist immer gut, wenn die schon geschützt sind mit einem schönen dicken Alu. Und dann passiert am wenigsten am Auto, gell? So, liebe Leute, das Auto ist fertig, da steht er und ja, es hat alles wunderbar geklappt, es hat jetzt 2 Tage gedauert und das ist super, also das ist so abgefahren, ich werde da auf jeden Fall nochmal ein extra Video machen, wie das so funktioniert mit so einem Luftfahrwerk. Gedreht habe ich übrigens alles mit der A7 S3 und eigentlich nur 2 Objektiven und zwar dem 35mm Sony GM 1.4 Objektiv und dem Sony 20mm. Eigentlich nur mit den beiden. Hab die Kamera schön auf Stabilisierung, also den Active-Stabilisator aktiviert. Und ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall mega begeistert und es ist mega cool. Und ich werde dazu auf jeden Fall nochmal mehr zeigen. Es ist der nächste Tag und ich bin schon ein bisschen gefahren und es ist echt cool. Es ist ein komplett anderes Fahren. Ich muss mich natürlich noch dran gewöhnen. Grundsätzlich ist das Auto eh schon ein bisschen höher, weil ich ja auch die Reifen getauscht habe, also die Felgen getauscht habe mit den Kollegen. Das war eigentlich auch ein ganz cooler Deal. Ja, es ist echt cool und jetzt stehe ich hier gerade an so einem Waldrand und habe das Auto einfach mal gerade gestellt. Ich meine, es war jetzt vorher sowieso schon nicht so ganz so schief, aber ist ganz cool. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und genau, heute muss ich noch mal kurz zu StreetTech fahren, weil das haben wir gestern nicht geschafft. Die Achsen von dem Auto müssen noch mal gecheckt werden. Das heißt, das kommt dann noch mal in so ein extra, so eine extra Firma, die sich damit, die das machen und da werden die Achsen vermessen. Was da genau da passiert, das können wir ja dann gleich nochmal gucken. Es ist jetzt einige Zeit vergangen und
dachte, ich berichte, bevor ich das Video einfach so beende, nochmal über meine Erfahrungen in der Zeit. Und die ist echt gut. Also ich bin echt sehr begeistert von diesem Fahrwerk. Es macht total Spaß, damit zu fahren. Und es gibt einem echt ein gutes Gefühl, wenn man ins Gelände fährt. Es ist jetzt Februar 2024 und ich habe es eingebaut 2023 im November. Und seitdem bin ich schon einige tausend Kilometer gefahren, war schon viel unterwegs und ja, es hat hier und da mir echt schon sehr geholfen und ich wüsste gar nicht, wie ich an manchen Stellen ohne das gekommen wäre, weil einfach, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich mich dann auch mehr getraut, da und da lang zu fahren. Es hätte vorher vielleicht auch funktioniert, aber das ist dann doch schon ein bisschen besseres Gefühl. Ihr fragt euch sicherlich, warum mache ich immer so viele Videos beim Laufen? Ich bin gerade unterwegs, Brötchen holen für die Familie. Und das sind dann immer so Momente, wo ich dann doch mal kurz Zeit habe, vielleicht was zu sagen. Weil ich einfach so zwischen Tür und Angel das machen kann. Zu Hause ist meistens keine Zeit dafür. Ich werde auf jeden Fall noch mal irgendwie ein Video darüber machen, wie es ist mit der Familie. Das alles zu machen, arbeiten plus irgendwie noch solche Videos zu machen, ist nicht einfach. Aber zurück zum Fahrwerk. Ja, es hat sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt, das zu machen. Und ich werde nochmal so ein bisschen ein Video machen, ein kurzes oder vielleicht so ein Short, wie es mit dieser Bedienung aussieht, was man da machen muss, was man machen kann. Und jetzt geht's bald weiter. Nächste Woche wird es richtig spannend. Ich bekomme einen Dachträger geschickt, der ist jetzt gerade schon per GRS unterwegs auf zu mir. Und ich hoffe, er kommt am Montag und am Mittwoch nächste Woche drehe ich dann wieder mit Andreas ab. Und er hilft mir dabei und dreht mit mir ein Einbauvideo. Also wir zeigen auch ein bisschen, wie wir es auspacken und so weiter. Und das ist ein sehr cooler Dachträger von der Firma Rolling Space. Und das wird sehr cool. Das wird sehr, sehr cool werden. Und ich werde die Möglichkeit haben, auf dem Dach drauf zu gehen und von dort aus zum Beispiel zu drehen. Ich habe die Möglichkeit, viele Sachen zu transportieren auf dem Dach. Unter anderem, und das kommt dann nicht wenige Tage später, ich versuche auch da die Kamera drauf zu halten, kommt ein Dachzelt drauf. Ich fahre zur Firma Campwerk, um mir einen iCamper Skycam 3.0 einzubauen und werde versuchen, auch da ein Video zu machen. Alles klar, dann hoffe ich habe alles Wichtige gesagt. Wenn nicht, schreibt mir bitte in die Kommentare, lasst gerne auch ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Das gibt mir so ein bisschen die Bestätigung, dass das hier irgendwie Sinn macht mit den Videos. Aber ich werde es auf jeden Fall irgendwie weitermachen, weil es macht mir doch auch ein bisschen Spaß. Und auch wenn ich nicht immer die Zeit dafür habe. Genau, jetzt gehe ich mal schnell Brötchen holen für die Familie, die schläft. Schlafen alle noch, es ist jetzt glaube ich halb acht oder so. Und Samstag und ich wünsche euch was und viel schöne Zeit. Bis zum nächsten Video auch. Bis dahin. Ciao.